Es geht nicht darum, dass man irgendwas macht und so spektakulär zeigt, wie das knackst und wie es rumst. Ja, ist das, ob das alles so echt ist, weiß ich nicht. So, aber es gibt etwas, was euch wirklich helfen kann. Und das macht ihr im Bett. Und dann macht ihr Folgendes. Ich zeige das mal ganz kurz. Also, ihr seid im Bett, Oberkörper ein bisschen höher, Bettkante, Beine gegrätscht, die Arme so hier hin, so. Und dann rotiert ihr die Hüften, beide Hüften so weit wie es geht nach links und den Kopf so weit es geht nach rechts. Und umgedreht. Jeden Morgen zum Wachwerden. Zack, zack, zack. Zehnmal links, zehnmal rechts. Wenn ihr das gemacht habt, kleine Pause, dann bleibt ihr aber mit dem Oberkörper oben und macht Folgendes. Diese Aufschlüsselung, dass die Wirbelsäule ein bisschen gekrümmt ist, entspannt eure Bandscheiben und da macht ihr aus dieser Technik Bauchübung, ganz leicht. Für die etwas nicht so stabilen oder sagen wir mal nicht so Athleten, machen wir das einfach so, dass ihr so leicht hochgeht und geht nur so ein bisschen runter, nicht ganz runter, hoch. Und diese Krümmung ist wichtig, zack, zack, ganz leicht, dass immer Spannung ist und dann merkt man so richtig, wie die Muskulatur hier sich schon zeigt. Auch schon bei denen, die das nicht so oft üben. So hoch, ein paar Mal so hoch. Gleichzeitig wird die Halswirbelsäule, die Halsmuskulatur vorne gekräftigt, hinten alles total entspannt. Und dann steht ihr auf, wenn ihr aufgestanden seid. Schön Rücken gerade lassen. Bleibt am Bett. Nehmt die Knie so weit auseinander wie eine alte Waschfrau. Hintern raus, Brust raus, haltet euch fest am Bett, geht runter und geht wieder hoch. Geht wieder runter. Und wenn ihr dann irgendwann so weit seid, geht der ganz runter, 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 runter und dann wieder hoch. Und der Hintern raus und die Wirbelsäule bleibt immer durchgedrückt, gestreckt. Nicht so, das hilft nicht. So hilft das. Da werden beide Iliosakralgelenke, die werden wieder beweglicher. Die Lendenwirbelsäule kommt in die Lordose, ins Hohlkreuz, was natürlich richtig ist. Und die Hüften, alle Strukturen werden gedehnt und gleichzeitig kriegst du einen schönen Popo. Der wird schön muskulös, der wird schön schlank und wird nach hinten raus. Also wenn euch das gefallen hat, macht es. Ist egal wie alt, haut rein. Wir freuen uns, abonniert uns. Tschüss.